Es ist Freitag, der 11. Oktober, das Add-on naht, es ist 13 Uhr, Zeit für weitere Friday Facts. Willkommen zu den Friday Facts 432 und es ist passiert. Aquilo, so heißt der neue Planet, der letzte Planet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das veröffentlichen. Und hier, es ist Zeit, den letzten Planeten zu enthüllen. Also Achtung, Spoiler voraus, also auch für euch da draußen. Wenn ihr lieber sagt, ihr wollt das selber erkunden, dann, ne, geht lieber. Aber ansonsten, bleibt mit mir zusammen. Ich tue mir das an. Ich habe damit gerechnet, dass ich schön im Livestream den Planeten erkunde. Aber naja, gut, okay. Sei's drum. Willkommen bei Aquilo. Es ist Tag, aber die Sterne funkeln noch immer am dunklen Himmel. Sie zählen die Sonnen des Planeten zu den Sternen, größer und heller als die anderen, aber immer noch so dunkel, dass ihre Wärme kaum spüren können. Ein heulender Wind lässt sie bis auf die Knochen frösteln und wiegt sanft den Eisberg, auf dem sie sitzen. Auf diesem Planeten gibt es kein Land. Es ist eine Ozeanwelt aus flüssigem Ammoniak. Ein einziger durchgehender Ozean bedeckt den gesamten Planeten und ist mindestens 200 Kilometer tief. Der beste Landeplatz, den sie finden konnten, war dieser große Eisberg. Die Eisschicht ist nur wenige Meter dick und scheint viel eingeschlossene Luft zu enthalten. Aber gefrorenes Wasser ist ein sehr festes Material, solange es kalt bleibt. Es kann eine Landeplattform tragen, also ist das gut genug. Sie sitzen am Rand des Eises und sehen zu, wie der Schnee fällt. Es legt sich anmutig auf ihren gefrorenen Maschinen. Montagemaschinen, Chemieanlagen, Transportbänder und Einlegemaschinen sind alle an Ort und Stelle eingefroren und können sich nicht bewegen. Wow, ich habe so eine grobe Vermutung, in welche Richtung an Gameplay das geht. In der Ferne erkennst du Säulen aus blaugrünem Gas, Fluor, das aus der Tiefe aufsteigt. Es ist eine der Ressourcen, wegen der du hier bist, aber momentan ist es außer Reichweite. Es scheint reichlich Öl zu geben, das wahrscheinlich von Mikroorganismen im Kern stammt. Sobald die Raffinerie aufgetaut ist, sollte die Herstellung von Treibstoff vor Ort kein Problem mehr sein. Sie nehmen sich Zeit, ihre nächsten Schritte zu planen. Sie sammeln Eis aus dem umgebenden Ozean, um die Plattform zu erweitern. Sie verwenden Heiztürme, um ihre Gebäude zu heizen. Sie verwenden Wärmerohre, um die Wärme zu verteilen. Und sie verwenden Beton, um sicherzustellen, dass die Wärme das Eis nicht schmilzt. Ja, das ist sehr klug, auf Eis Beton zu machen, dass das Eis stabiler bleibt. Okay. Der Gedanke, Heatpipes durch all ihre Designs zu verlegen, macht sich langsam schwindelig. Aber es ist okay, keine Panik. Das Einzige, was sie auf diesem Planeten haben, ist Zeit. Ein Schwarm Sternschnuppen lenkt sie für einen Moment ab. Sie fragen sich unwillkürlich, ob es sich dabei um kleine Meteoriten handelt, die in der Atmosphäre verglühen, oder um die Überreste der Raumplattform, die sie hergebracht hat. Die Raumplattform hat es nur knapp bis zu diesem Planeten geschafft und hat nie die Umlaufbahn verlassen. Sie sind gerade noch rechtzeitig herausgekommen. Hoffentlich bald eine Ersatzplattform hier, falls sie überleben. Hinter ihnen ist ein klapperndes Geräusch zu hören. Als die Luke zur Landeplattform geöffnet wird, sie drehen sich um und sehen, wie eine Formation von Frachtkapseln durch die Atmosphäre herabsteigt. Es ist Zeit zu bauen. Ich dachte schon, jetzt kommen auch noch Gegner. Okay. Oh, 1:10. Oh, lecker, lecker, Schmecker. Dann Geländegrafiken von Fergal und Arendelle. Ziehen wir uns rein, gönnen wir. Ich bin gespannt. Uiuiui. Oh, ich hab voll Gänsehaut. Ich hätte echt... Na, Hut ab an diejenigen, die es gedacht haben. Mit Frost. Na? Ein bisschen verpixelt, ne? Aber hab hier keine andere Möglichkeit. Nein. Sorry. Wow, alles eingefroren, wie man hier sieht. Dürfen wir gleich sehen, wie der ein Treibstoff reinkommt und alles aufheizt? Ja, wahrscheinlich. Zack. Jetzt geht's los. Da kommt die Heizer. Und alles haut auf. Oh, und die Musik dazu, ne? Sehr, sehr schön episch. Wow. Schöne Gebäude, die Heizer, ne? Gefallen mir. Gefallen mir sehr. Da gehen die Pumpen los.
Also ein sehr, sehr schweres Terrain auf jeden Fall. Ich denke mal, Landaufschüttung macht ja hier auch wenig Sinn. Aber man kann ja Eis abbauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und so seine Plattform vergrößern, irgendwie mit Eis. Von dem ja auch wieder eine andere Art von Gameplay. Ich hoffe, man selbst friert auch nicht. Also ich hoffe, man muss nicht auch noch irgendwie dafür sorgen, dass man nicht einfriert. Das wäre dann noch ein bisschen krasser. Ein flüssiger Planet. Auf Aquilo gibt es kein Land. Dort schwimmen zwar ein paar Eisberge herum, aber der Platz zum Bauen ist sehr begrenzt. Wenn Sie ammoniakhaltige Ozeane, eine Offshore-Pumpe verwenden, erhalten Sie kein Wasser, sondern hauptsächlich flüssiges Ammoniak, in dem aber einige Eispartikel schwimmen. Dies können Sie in einer Chemieanlage trennen. Diese Stoffe haben eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten, aber eine davon ist die Möglichkeit, Eisplattformen herzustellen. Also, Gegenteil zum Landaufschütten haben wir hier Eisplattformen. Mit einer Eisplattform können Sie den Eisberg verlängern und Ihren Baubereich erweitern. Die Herstellung einer Eisplattform kann ein langwieriger Prozess sein. Da ist es gut, diesen Prozess zu skalieren, werden Sie über freie Energie und Wärme verfügen. Das Einfrieren und das Erhitzen. Oh, schaut euch mal das Fließband an. Das sieht da mega gut aus mit dem Schnee. Oh, generell. Sau cool einfach. Wärme ist der nächste große Mechanismus und verleiht ihrem Bauweise eine wunderbare Wendung. Die meisten Dinge auf Aquilo gefrieren, wenn sie nicht erhitzt werden. Man muss jetzt auch mal hier dazu sagen, ne? Es ist schon brutal, wie krass unterschiedlich die Planeten sind. Und da will ich jetzt auch einfach nochmal ein krasses Shoutout rausgeben an all diejenigen, die immer gesagt haben so, ja, okay, neue Planeten, aber ich kann ja auch Space Exploration spielen, bla bla bla. Ja, Mods haben aber das alles nicht. Mods geben euch einfach nur das Gefühl auf einem anderen Planeten, weil ihr halt einfach eine andere Grafik auf dem Planeten habt und vielleicht das ein oder andere Schmanko ist auch noch mit dabei. Aber hier diese Individualität zwischen wirklich allen Planeten ist so gigantisch riesig. Es wiederholt sich nichts. Es ist alles irgendwie anders. Die Ressourcenbeschaffenheiten, die Gegner, das wie gehe ich mit dem Planeten um, ist jedes Mal was anderes. Und das ist einfach genial. Wirklich, wirklich genial. Ich glaube, viele, viele andere Spiele oder so, die da draußen auch versuchen, irgendwie mit mehreren Karten oder so zu hantieren, könnten sich da wirklich eine riesengroße Scheibe abschlagen vielleicht auch. Wärme wird durch einen Heizturm erzeugt, der chemische Brennstoff verbrennt, die vor Ort hergestellt werden können oder durch den Kernreaktor, der Importe aus Nauvis erfordert. Der Heizturm ist als Brenner interessant, da er eher dem Reaktor ähnelt und auch bei Höchsttemperaturen weiterhin Brennstoff verbraucht. Neben dem Heizen kann dies eine gute Möglichkeit sein, alles Brennbare loszuwerden, was bedeutet, dass es auf der Kleber sehr nützlich sein kann. Oh, wir haben also quasi endlich, Grüße gehen raus an unseren lieben, lieben Schnapsdieb. Wir haben eine Fackel. Jawohl, wir dürfen endlich Sachen verbrennen. Juhu. Sowohl der Heizturm als auch die Kernreaktoren sind Wärmequellen. Oh, das ist sehr gut. Sie geben die Wärme an benachbarten Objekten ab, müssen das Objekt aber nur auf 30 Grad erhitzen, damit es auftaut. Würde mich jetzt auch wundern, wenn mehr, weil 30 Grad ist schon sehr warm. Das bedeutet, dass an manchen Orten wie Außenposten höhere Temperaturen Verschwendungen sind. Wobei selbst 30 Grad finde ich ein bisschen viel, damit eine Maschine arbeitet, ne? Also eine Maschine sollte ja eigentlich auch schon bei 10 Grad arbeiten können, aber okay. Das ist einer der Gründe, warum wir die Möglichkeit hinzugefügt haben, die Temperaturen von Wärmequellen abzulesen und sie mit Schaltkreisen zu speichern. Dass Wärmequellen nur benachbarte Objekte erwärmen können, diese berühren, ist sehr einschränkend. Stattdessen verwendet man Wärmerohre, um die Wärme an alle Objekte zu verteilen, die an die verbundenen Wärmerohre angrenzen. Jedes Objekt, das Wärme benötigt, verbraucht auch Wärme. Der Effekt ist pro Objekt gering, kann aber über lange Distanzen zu einem großen Wärmeverlust führen. Daher ist manchmal eine heiße Wärmequelle erforderlich, damit die Wärme weiter transportiert werden kann. Die Wärmerohre und beheizte Gebäude würden das Eis schmelzen. Um das Eis zu schützen, das über das Wasser hält, können sie Beton oder raffinierten Beton als Isolator platzieren. In der Praxis bedeutet dies nur, dass die meisten Objekte nicht direkt auf Eis platziert werden können. Wir verwandeln die Eisfliesen nicht wirklich in Ozean mehr. Das war früher eine Mechanik, aber es war zu nervig, sich damit zu befassen, wenn sie versuchen, einen bereits beheizten Bereich zu bauen. Wärmerohre können sie nicht unterirdisch oder unter Eis verlegt werden. Da müssen sie beim Bauen die Bänder und Rohre um sie herum verlegen. Dies bedeutet oft, dass eine Maschine Zugang zu Bändern, Rohren und Wärme benötigt, aber alle Bänder und Rohre benötigt auch Zugang zu Wärme. Und dies kann zu einigen netten kleinen Rätseln und einige sehr interessante Konstruktionen führen. Boah, hä? Aber warum haben wir dann hier Tunnel? Hä?
Habe ich mich jetzt so verlesen? Wärmerohr. Ach, es geht nur um Wärmerohre. Ach so, ja klar, weil es die Dinger sind, die haben ja keinen Tunnel. Ich dachte nämlich jetzt schon, weil ich dachte gerade ganz kurz, man kann weder unterirdische Fließbänder noch unterirdische Rohre setzen. Das wäre gigantisch krass gewesen. Also da hätte man sich wirklich einen Faustschlag ins Gesicht gekriegt, wahrscheinlich. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, ja, dann wird es ja wohl Zeit für Oberleitungen und sowas, also für Brücken. Okay, wir haben hier ein neues Video. Eine Minute lang geht es hier. Hauen wir rein. Auch wieder nicht ganz so gute Quali, aber was soll's. So. Ja, das sind halt die verschiedenen Designs mit den Wärmeleitungen. Man hat halt so kleinere Basenbereiche. Ah, hier wird die ganze Wärme erzeugt quasi. Ah, ein paar Züge haben wir da. Züge frieren nicht ein. Wäre ich auch noch so eine spannende Sache. Ah, blaue Fläschchen habe ich gesehen. Auch bestimmt Ammoniak. Viele Ölfässer. Oder Fässer. Okay. Warum Fässer? Ach, guck mal. Direkt Ammoniak rein in die Chemiefabrik. Okay. Das gute Uran. Oh, ganz schön. Okay. Ah, der neue Generator, ja. Und ein Haufen Raketen. Ein Haufen. Das ist schon was ganz anderes, wenn man sich das hier anguckt, ne? Also. Ja, es fühlt sich sehr fremdschämend an. Gutes Video, weil es geht wieder von vorne los. Man hat es fast nicht gemerkt. Okay. Nice, also. Wow. Es fühlt sich wirklich anders an. Also, auch wenn ich es jetzt nicht zocke, sondern nur sehe. Aber. Boah, also. Bisschen Angst habe ich schon, ne? Auf Aquilu mangelt es deutlich an grundlegenden Ressourcen. Auf den anderen Planeten können sie ohne irgendetwas landen und sich ihren Weg zu einer weiteren Rakete bahnen. Auf Aquilu können sie nichts tun, wenn sie ohne irgendetwas landen. Okay, aber was haben sie? Also ich meine, dazu finde ich eine gute Entscheidung, weil es ist ja auch letztendlich der letzte Planet. Das heißt, ihr geht ja da eigentlich nur hin, wenn ihr alle anderen Planeten schon quasi unter den Nagel gerissen habt und ihr so gesehen ja eh extrem viel produziert. Und dann macht auch. Dann habt ihr ja auch theoretisch eine gute Versorgungskette. Theoretisch, sag ich's mal, ne? Ich frag mich immer, wie das ist. Weil eine Sache, die habe ich nie gelesen. Vielleicht habe ich sie gelesen, habe sie vergessen, aber hier kommt mir die Frage halt wieder auf. Wenn ich jetzt auf Aquilo lande und ich bin so doof gewesen und habe halt einfach nichts mitgebracht, beziehungsweise habe auch keine gute Versorgungskette und ich komme da nicht mehr weg. Muss ich mir jetzt einen Spielstand aus dem Arsch ziehen? Oder kann ich irgendwie sagen, Selbstmord und ich spawn wieder auf Nauvis? Ne? Das sind so Fragen. Oder was passiert, wenn ich sterbe? Wo spawn ich wieder? Auf dem Planeten oder immer auf Nauvis? Also gerade Multiplayer, ne? Naja. Also, wir haben Solarenergie und zwar 1%. Ja, das ist... Wow. Das ist so wenig, dass man sich denkt, okay, warum? Ammoniaklösung direkt aus dem Meer, genau, das haben wir ja mitbekommen. Dann haben wir ganz normal Öl, also hier. Guck mal, das sieht auch richtig schön aus. Dann haben wir hier Lithium-Sol und wir haben das Fluorgas. Also die zwei Sachen hier sind für uns quasi neu. Gut, Ammoniak ist ja so gesehen auch neu. Die Solarleistung ist wirklich erbärmlich, nur 1% von Nauvis. Sie benötigen einige Solarmodule, um ihre ersten Maschinen zu starten, sodass Effizienzmodule diesen Prozess erheblich beschleunigen. Okay, man versucht... Schon fast das Gefühl, dass man versucht, das zu etablieren, die Effizienzmodule ein bisschen attraktiver zu gestalten. Weil wer Factorio intensiv spielt, der wird Effizienzmodule nie verwenden. Weil man halt irgendwie immer doch produktiv und Speed reinhaut, weil man sich sagt, Strom minimieren? Ach, scheiß drauf, ich baue einfach mehr Strom. Von dem her, man versucht es akribisch, das hier zu implementieren wahrscheinlich. Wobei spätestens, wenn du Uran hier hast, also dann ist eh wieder egal. Ammoniaklösungen kann über eine Offshore-Pumpe gewonnen werden. Mit einer strombetriebenen beheizten Chemieanlage kann dies in Eis und Ammoniak gespalten werden. Eis kann zur Gewinnung von Wasser geschmolzen werden, das für jede Energiequelle benötigt wird, stimmt, über die armselige Solarenergie hinausgeht. Es ist auch nützlich, um ihren Eisberg zu verlängern. Ammoniak kann zusammen mit Rohöl zur Herstellung von festem Brennstoff verwendet werden. Ah, oder in Kombination mit festem Brennstoff zur Herstellung von Raketentreibstoff.
Also ist da quasi schon die Grundlage auch vom Strom. Man hat Wasser, Wasser zu Dampf, Dampf zu Strom. An einigen Stellen, wo es aus den Tiefen des Ozeans aufsteigt, kann Rohöl mit einer Tiefpumpe gesammelt werden. Es kann mit Ammoniak zum Treibstoff kombiniert oder auf herkömmliche Weise raffiniert werden, was als nützliche Behälter für überschüssiges Eis und Wasser dienen und gleichzeitig Treibstoff erzeugen kann. Beachten Sie auch, dass es jetzt eine animierte Ressource ist, sogar auf Naubis. An manchen Stellen zeigt Lithium Sol an die Oberfläche und erfordert eine Pumppumpe. Okay. Sie wird zur Herstellung von Lithium verwendet, das sie für verschiedene Dinge benötigen, unter anderem für das Wissenschaftspaket des Planeten. An manchen Stellen sprudelt Fluorgas auf, auch dafür ist eine Pumpe erforderlich. Fluor wird zur Herstellung von Kühlmitteln verwendet, die ein wesentlicher Bestandteil der Industrie dieses Planeten sind. Kryotechnik, Kühlmittel werden für einige Dinge verwendet, aber zusätzlich nur für Aquilo-Wissenschaftspakete, das kryogene Wissenschaftspaket, das in einem hergestellt wird. Schon wieder diese Punkt. bisschen verwirrend finde ich, wir sind auf einem arschkalten Planeten und wir stellen Kühlmittel her? Was soll ich denn kühlen, wenn ich dafür sorgen muss, dass hier nichts einfriert? Aber naja, gut. Eine kryogene Anlage. Vielleicht ist das auch hiermit gemeint, die ist in einem, vielleicht. Das ist also die kryogene Anlage. Die kryogene Anlage ist eine leistungsstarke 5x5 Struktur mit einer Basisherstellungsgeschwindigkeit von 2. Sie verfügt nicht über eine Basisproduktivität, da sie viele sich wiederholende Rezepte verarbeitet, hat aber 8 Modulsteckplätze, sodass zusätzliche Produktivitätsmodule für die Rezepte verwendet werden können, die sie unterstützen. 8 Stück, puh, holla die Waldfee. Ach, allein das hier liebe ich schon wieder. Zack. Sieht sehr, sehr schick aus. Sound natürlich wie immer geil. Oh, die ganzen neuen Gebäude. Wenn man dann da überall die ganzen Dinger hat und die ganzen neuen Sounds auch einfach mal hört und sieht und... Oh. Das sind wieder so Anlagen, wo man einfach sich zurücklehnt und sich denkt, so, ich gucke jetzt einfach mal eine halbe Stunde zu und mach nichts, außer zugucken. Sehr, sehr schönes Ding auf jeden Fall. Hier noch einige Konzeptdinger. Wobei ich finde, also... Ja gut, wenn man jetzt die Dinger hier so anguckt, den fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Mit der Spitze hier und dem langen Auspuffrohr quasi. Sieht auch nicht schlecht aus. Oder auch hier die oben, die Dinger da. Ja. Okay. Während die Struktur einige Rezepte für die Chemiefabrik verwenden kann, konzentriert sich hauptsächlich auf Rezepte, die niedrige Temperaturen und viel Präzision erfordern. Einige Beispiele sind also Kühlmittel, Kühlmittelkühlung, das kryogene Wissenschaftspaket, Fusionskraftzellen, Quantenprozessoren und einige andere Gegenstände für spätere Spiele. Ich finde das immer noch komisch. Kühlmittelkühlung. Auf anderen Planeten verstehe ich es, aber auf dem eiskalten Planeten Kühlmittel. Naja. Hier haben wir nochmal ein Video. Boah, war laut hier, ey. Man sieht auch hier, ne? Grafisch kann man erkennen, wo was drin ist. Also ich weiß zwar jetzt nicht, was ist, aber es sieht so aus, als würde ich hier Kühlmittel machen. Ich kriege hier so Kartuschen, also sieht es fast so aus, als würde ich jetzt hier das Kühlmittel kühlen. Und da drüben weiß ich nicht genau, was da sein kann. Aber da wird auch nochmal irgendwas eingeschmolzen. Also interessante Anlage hier, ne? Eine Grafik von Jelly Sounds. Warte mal. Quantenprozessoren sind wie in den letzten Schaltkreisebenen. Sie benötigen etwas von jedem der neuen Planeten. Ach du meine Güte. Sie werden benötigt, um die Fusionsreaktoren herzustellen, die Sie hier gesehen haben. Kryogene Anlagen sind die versteckte Struktur in diesem Beitrag. Ah, darum ging es also damals. Quantenprozessoren werden auch benötigt, um den letzten Geschützturm im Spiel herzustellen, der ebenfalls in Aquilo, The Railgun, freigeschalten wird. Wir kriegen... Warum? Also... Jetzt ganz doof gefragt, aber ich bin auf dem letzten Planeten, da hat es auch keine Aliens. Warum kriege ich jetzt noch einen Geschützturm in den Arsch gesteckt? Also, klar, jetzt kann ich sagen, ja geil, dann kann ich auf Naubis richtig loslegen, aber es ist nicht so, als hätte man Probleme. Das habe ich schon immer gesagt, es kommen neue Waffen rein, aber ich habe die Verwendung noch nicht ganz gesehen, ne? Auf Naubis zumindest. Es kommen ja keine, also, zumindest weiß ich davon nichts.
Klar, ich meine, Railgun-Geschützturm, was macht der mit dem Würmchen auf Vulcanus? Ich weiß es nicht. Oh, schaut euch dieses Prachtstück an. Ich erwarte jetzt einen lauten... Schade, dass man nicht sieht, was da gerade wo einschlägt, ne? Eieiei, die Railgun benötigt sowohl Munition als auch Strom. Jetzt frage ich mich, ne, ich glaube, die hat nur so einen kleinen Winkel hier. Also die kann jetzt nicht eine 360-Grad-Drehung machen, ne? Also er braucht Munition und Strom, das ist schon mal auch was Neues, weil bisher gab es immer nur Strom oder Munition. Er hat eine Reichweite von 40. Ist jetzt nicht ganz so krass riesig. Okay. Und der Schaden, nun. Er beginnt bei 10.000. Er beschädigt alles in einer durchgehenden Linie. Also seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht auf der falschen Seite stehen. Das heißt, wenn du auf ein Nest zielst oder das Ding zielt oder eine Welle von Gegnern kommt und das Ding zielt theoretisch auf den letzten und schießt da durch. Oh, ich hoffe, da kommt noch ein kleines Video, wo man was sieht. Aber vom Design her, ne, animationstechnisch einfach genial. Erstmal dieser Strich hier, ne? Wenn wir nochmal gucken. Erstmal, er lädt sich hier schön auf. Zack, 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 zack. Dann der Strich da. Man sieht, er schießt. Das Magazin oder die Munition fliegt raus. Der nächste kommt rein. Solche Feinheiten, Detailheiten. Oh, soundtechnisch. Der zweite Schuss. Klingt völlig anders wie der erste. Individualität. Ah, ein Traum, ein Traum. Oh mein Gott. Schau euch das mal an. Auf der Weltraumplattform. Dieser Turm hat eine 3x5 Basis. Er hat eine feste Richtung. Ah, wie ein Flammenwerferturm, wie gesagt. Aber die Angriffskegel ist schmaler, nur 90 Grad. Wenn sie nur in 4 Richtungen bauen können, würde dies Todorwinkel erzeugen. Daher können sie Railgun-Türme in 8 Richtungen bauen. Au, oh, wir kriegen 45 Grad Winkel. Ich glaub's nicht. Oh, darf ich jetzt sehen, wie es in alle Richtungen schießt? Ich krieg grad Gänsehaut. Oh! Genau das habe ich mir gewünscht. Man beachte auch die schöne, kluge Intelligenz, dass man hier einen füttert und von hier und von da quasi nach links und rechts verteilt. Ja, so stelle ich mir eine Weltraumplattform vor, ne? Einfach eine kleine Säule, wo dann vorne, zack, die Geschütztürme drauf sind. Also dieses Schiffchen ist gigantisch. Es gibt auch eine Harden-Version, die sehr effektiv gegen Demolisher ist. Oh, das meinte ich, der Demolisher, ne? Es gibt also eine kleine Handversion, kriegt man wieder spendiert. Aber das ist nicht die Haupt... Einsatzzweck des Geschützturm-Versions. Wofür brauchen sie den Geschützturm? Ich lasse es spekulieren. Ach, ja, okay. Ich glaube, da gibt es doch was, von dem wir nichts wissen. Einfach mal meine Meinung. Aquilo ist ein anspruchsvoller, aber einzigartiger Planet. Nachdem ich ein paar Stunden damit verbracht habe, mich mit Aquilos einzigartigen Baumuster zu beschäftigen, fühlt es sich wirklich seltsam an, zu einem der anderen Planeten zurückzukehren. Im Vergleich dazu sieht alles andere plötzlich so einfach aus. Dieses Gefühl überkam mich, nachdem ich meinen allerersten Aquilo-Gameplay-Prototypen gespielt hatte, aber dasselbe Gefühl überkommt mich auch nach jedem unserer LAN-Testspiele. Es passiert ganz leicht, dass ihre Basis versehentlich zu wenig Strom bekommt, was zu einem Mangel an Wärme führen kann und in Folge die Hälfte ihrer Basis einfriert. Wenn ihnen das passiert, lade ich sie ein, den Altmodus auszuschalten und die Aussicht zu genießen. Die gefrorene Fabrik ist ein Anblick, den man nicht oft sieht, also genießen sie den Moment. Geil. Ich weiß, dass Sie schon übermäßig auf die Veröffentlichung von Space Age freuen, aber bewahren Sie wie immer einen kühlen Kopf und kommentieren Sie an den üblichen Stellen. Wie viel Uhr kommt's raus? Ich will eine Uhrzeit! Es kann nicht so schwer sein. Naja, vielleicht 13 Uhr. Man weiß es nicht. Ich spekuliere halt immer noch, weil die FFF kommen ja auch um 13 Uhr. In diesem Sinne, wow, was für eine krasse News. Also, die hat mal wieder ordentlich reingehauen. Nicht nur der Planet ist absolut, ich bin sprachlos ein bisschen, die Railgun ist geil, also generell die Technik auf dem Planeten finde ich mal sehr, sehr cool. Erstmal, du hast halt das Eis, du musst gucken, Landaufschüttung, vergiss es, geht nicht, du musst gucken, dass du halt Eis kriegst, um die Plattform zu vergrößern, musst aber auch irgendwie betonieren, damit das Eis nicht schmilzt, du musst aber auch gucken, dass deine Anlagen nicht eingefrieren, also brauchst du wieder Hitze etc.,
auf dem Planeten ist auch völlig, du baust kein Eisen ab, du erstellst kein Eisen. Du machst auf diesem Planeten fast nur Flüssigkeitsgedöns. Klar, die Quantenprozessoren, okay, und sowas. Aber es ist halt einfach was anderes. Und da gibt es eigentlich nur, eine Frage hätte ich da halt noch, ne? Jetzt, klar, ich weiß, ich gehe da hin wegen dem Wissenschaftspaket, dem letzten. Ich krieg die Railgun, etc. Wenn ich dann aber alles habe, was mache ich damit? Also klar, ich kann das forschen, aber was kommt dann noch? Weil das fühlt sich jetzt nicht an wie Endcontent, sondern das fühlt sich an wie alles auf die Vorbereitung zu dem Endcontent. Eine Railgun zum Endcontent macht keinen Sinn. Eine Railgun vor dem Endcontent würde mehr Sinn machen. Was kommt da auf uns zu? Ich habe keine Ahnung. Schreibt mir doch gerne mal eure Spekulationen, so wie ihr das ja auch sagt. Einfach mal in die Kommentare, ich würde mich drüber freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über jedes Däumchen, denn das ist ein Träumchen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als, falls ihr neu sein solltet, nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und kommt vorbei zu Twitch. Da bin ich live jeden Dienstag und jeden Donnerstag zwischen 19 und 19:30 bis, ja, 0, 1, ach, gab auch schon 2, halb 3. Es kann passieren. In diesem Sinne, freut euch schon mal, 21. merkt es euch, 12 Stunden Livestream, ne? Dass ihr das einmal nicht vergessen solltet. Ich drücke das Raketchen, freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut, haut rein, habt ein fantastisches Wochenende, genießt die Zeit. Es dauert nicht mehr lange, dann gibt's einen Haufen Factorio. Bye, bye.